Fiese Jungs mag man nicht. Am nächsten Morgen wachte Edda auf und blinzelte zum Fenster. Da schien schon die Sonne rein und Edda schaute zu ihrem Pony hoch, was immer noch tief und fest schlief. Sie zog einfach am Ohr und zog es so hin und her und sagte, ich habe jetzt Ferien. Edda machte sich ganz lang in ihrem Bettchen und war ja so zufrieden. Das war schon ein tolles Gefühl. Sie hatte ja noch nie Ferien in diesem Sinne. Das Pony Hu schlief einfach weiter und Edda watschelte langsam in die Küche, wo ihre Mama schon wartete. Du backst Kuchen? Sagte Edda. Ja, sagte die Mama. Für Oma und Opa. Edda schaute sie mit großen Augen an und fragte, hat einer Geburtstag? Eddas Mama drehte sich zu ihr und sagte, Edda, hörst du überhaupt gar nicht zu? Wir fahren heute zu Oma und Opa. Du machst dort 2 Wochen Ferien. Edda starrte ihre Mama an und sagte, was mach ich? Eddas Mama lachte und sagte, ach, Edchen, du hörst nie richtig zu, wenn es nicht um Ponys geht. Das durchkreuzte natürlich Eddas Pläne komplett. Jeden Tag wollte sie zum Ponyhof fahren. Irgendwie überlegte sie immer noch, ob sie sich jetzt freuen soll oder er sauer ist. Aber es war schon schön bei Oma und Opa. Ach Mensch, dachte Edda, jetzt konnte sie sich nicht mal abmelden beim Ponyhof. Warum hat sie das nur überhört? Eddas Großeltern wohnten auf einem Dorf nicht weit entfernt. Im Auto grübelte sie immer noch, ob sie das jetzt schön findet. Sie ins Dorf fuhren, sahen sie links ganz bunte Pferde stehen. Und Edda richtete sich auf und sagte mit einem Mal, schau mal, Mama, Pferde. Eddas Mama schmunzelte und sagte, na, da wohnt doch Ecki, der zu euch auf den Ponyhof kommt. Jetzt fiel es Edda wieder ein. Natürlich. Sie hatte doch mit ihrem Opi dort mal Mist geholt. Mit einem Mal hatte sie ein Lächeln im Gesicht und dachte so für sich, ja, mega. Dann kann ich ja mal Ecki den Cowboy besuchen gehen. Und natürlich war es immer schön bei Eddas Oma und Opa. Aber da ist sie ja auch noch nicht reiten gegangen. Da durfte Edda immer aufbleiben, solange sie wollte. Alles, was sie nicht zu Hause durfte, durfte sie bei ihren Großeltern. Es war wirklich immer schön. Und sie freuten sich immer, wenn endlich mal wieder Edda in den Urlaub zu ihnen kam. Am nächsten Morgen schlief Edda ganz, ganz lange. Dort, wo ihre Großeltern wohnten, war es immer so leise. Fuhren ganz selten Autos, vielleicht mal ein Trecker. Als Edda aufwachte, drückte sie ihr Pony Hu, was natürlich auch dabei war, und Miley, ihr Hund, und sagte, ach, das ist doch schön hier. Ja, sagte das Pony Hu, sehr sogar. Edda rannte mit ihrem Nachthemd in den Garten. Da saßen schon ihre Großeltern am Frühstückstisch und aßen gerade. Edda drückte gleich ihre Omi. Die sagte, los, setz dich hin, und schnitt ihr ein Brötchen auf. Edda blinzelte in die Sonne und sagte, hier riecht es immer so schön, und hörte einen Trecker fahren, der immer näher kam. Edda schaute in die Richtung und endlich war er zu sehen. Sie sagte, oh, das ist aber ein alter Trecker, nicht, Obi? Der nickte und sagte, ja, aber der sieht noch richtig toll aus. Als der Trecker vorbeifuhr, winkte ihr Obi dem Fahrer zu. Der winkte sofort zurück und hielt an. Ihr Obi lief an den Zaun und redete mit dem Mann. Neben dem Mann auf dem Trecker saß ein Junge, der den beiden zuhörte. Mit einem Mal ging ihr Opi zur Seite und zeigte auf Edda und lächelte dabei und winkte ihr zu, dass sie mal zu ihm kommen solle. Edda hüpfte auf und rannte gleich rüber. Mit einem Mal sagte der Mann auf dem Trecker, Mensch, Edda, das sind ja deine Großeltern. Edda traute ihren Augen nicht. Es war tatsächlich Ecki, der Cowboy, nur ohne Hut auf dem Kopf. Edda lächelte und sagte, hallo, Herr Ecki, und war mit einem Mal ganz verlegen. Der Junge neben ihm grinste ganz blöd. Stimmt, weil Edda immer noch Ecki sagte, das ist Gab, mein Neffe, der ist die ganzen Ferien bei mir
und er hilft mir mit den Pferden. Edda, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn dir langweilig ist. Edda nickte und war ganz verlegen und streifte durch ihre Haare, die übrigens in alle Richtungen standen. Irgendwie war es ihr doch peinlich. Sie drehte sich einfach um und rannte schnell wieder an den Frühstückstisch zurück und setzte sich schnell neben ihre Omi und beobachtete alles und versuchte natürlich auch was zu verstehen. Aber sie waren leider viel zu weit weg. Endlich fuhren sie weiter und ihr Opi kam zurück und setzte sich an den Tisch und sagte, »Wusstest du gar nicht, dass du Ecki kennst? Er hat mir alles erzählt und du kannst immer hinfahren, wenn dir langweilig ist.« Edda strahlte und konnte ihr Glück gar nicht fassen. Auf einmal sagte ihr Opi, »Warum bist du so schnell losgerannt?« und lachte. »Weil ich noch mein Nachthemd anhatte.« Nun grinste auch ihre Omi und sagte, »Das sieht doch süß aus, genau wie du, Edda.« Eddas Omi war wirklich immer so, so lieb. Nach dem Mittagessen schnappte sich Edda das Fahrrad von ihrer Omi und fuhr direkt zu Ecki auf die Ranch. Die sah voll schön aus. Alles, was da stand, war aus Holz. Seine Pferde standen in großen, offenen Ställen. Alles war so anders auf dem Ponyhof bei ihm. Edda wollte gerade ihr Fahrrad gegen einen Zaun lehnen, als eine Stimme sagte, »Du willst doch wohl in deinen Drahtesel da hinstellen.« Edda drehte sich um und sah mit einem Mal den Jungen, der auf dem Trecker bei Ecki saß. Edda drehte die Augen und sagte, »Na, wo kommen denn sonst hier die Fahrräder hin?« Der Junge grinste ganz doof und sagte, »Na, gegen den Zaun hier lehnt schon mal nicht. Vielleicht nimmst du einfach den Fahrradständer, der da vorne vor der Sattelkammer ist.« Edda fühlte sich richtig ertappt und beschloss, den Gap schon mal doof zu finden, ob sie irgendwo Ecki sehen konnte. Es war wirklich schön bei Ecki, dachte sie so. Als erstes lief sie zu den Pferden. Die meisten waren bunt und einige hatten auch blaue Augen. Das hatte Edda vorher noch nie gesehen. Sie steckte langsam die Hand über den Zaun zu einem ganz bunt gescheckten Pony und wollte es gerade anfassen. Ey, du da, hat dir das einer erlaubt? Und sah schon wieder diesen Gap und sagte, ja, bist du doof? Weißt du, wie ich mich erschrocken habe? Naja, du kannst ja nie einfach die Ponys anfassen. Doch, kann ich. Hast du ja gesehen, Blödmann. Jetzt lachte der auch noch und grinste wieder so komisch und sagte, du bist also Edda, ja? Edda nickte und sagte im selben Ton, du bist also Gap, ja? Beide schauten sich an und Gap sagte mit einem Mal, was willst du eigentlich hier? Edda entgegnete, das geht dich schon mal gar nichts an. Gerade wollte sie noch was sagen, als sie Eckis Stimme hörte. Oh, wie sehr habt ihr euch schon mal bekannt gemacht? Eine eiskalte Stille war zwischen Edda und Gap. Keiner von beiden schaute den anderen mehr an. Ecki schmunzelte und sagte, ich sehe, ihr scheint euch zu vertragen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt die Ponys satteln und die kleine Edda mitnehmen? Gap schaute Ecki ganz entsetzt an und sagte, ich halte das für keine gute Idee, wenn wir das Baby mitnehmen. Edda schaute nun völlig angesäuert Gap an und sagte, hast du gerade Baby zu mir gesagt? Gap konnte gar nicht antworten, als Ecki weiterredete. Wie ich sehe, versteht ihr euch beide und lachte. Nun sagte er, dass Gap für die kleine Edda Boji satteln soll. Gap schaute ganz sauer drein und sagte, wieso soll sie Boji reiten? Die ist doch noch ein Baby. Jetzt entschuldigst du dich erstmal bei der Edda. Ein echter Cowboy ist ein Gentleman. Entschuldigung, Edda. Du bist natürlich kein Baby. Und komm jetzt bitte mit, ich sattel dir gern den Boji. Ecki lachte und sagte, das müssen wir aber nochmal üben, Gap. Gap verdrehte die Augen und sagte nicht überzeugend Entschuldigung. Aber ich sehe, ihr versteht euch jetzt und ging los. Edda stand einfach da und starrte ganz entsetzt Gap an. Sie war gerade mal 10 Minuten da, hat sich mit Gap gestritten und reitet nun irgendein Pony namens Boji. Gap schaute Edda an und sagte, na los, komm mit, du Baby. Ich zeig dir jetzt Boji und sattel den für dich, weil du das ja anscheinend nicht kannst. Edda sagte wie aus der Pistole geschossen, selber Baby, ja?
Nun lief Gab los und Edda wie ein kleiner Hund hinterher. Sie kannte sich ja bei Ecki nun gar nicht aus und schaute sich alles ganz genau an. Nun blieb Gab stehen und nahm sich zwei Halfter und holte zwei Pferde von der Koppel, ein buntes und eins mit so Puscheln an den Beinen und ganz langer Mähne. Es sah anders aus als die anderen, die dort standen. Gab lief an ihr vorbei mit den Pferden und ging zu dem Anbinder und machte dort die Pferde fest. Er blendete Edda komplett aus, ging in die Sattelkammer und holte einen Sattel raus. Die sahen aber ganz anders aus, als sie Edda immer auf dem Ponyhof hatte. Edda fragte, soll ich dir was helfen? Gab schaute zu ihr rüber und sagte, als ob du einen Westernsattel tragen könntest. Und lachte. Natürlich kann ich das, sagte sie und ging hinterher in die Sattelkammer. Gab blieb vor einem Sattel stehen und sagte, na los, Edda, versuch dein Glück. Edda wollte gerade den Sattel anheben, als sie direkt wieder nach vorne kippte und der Sattel auf die Halterung fiel. Gab fing laut an zu lachen und sagte, habe ich dir doch gesagt, dass du ein Baby bist. Edda wurde nun wütend und versuchte es gleich nochmal, den Sattel nur kurz anheben und kippte wieder nach vorne. Nun lachte Gab noch lauter und nahm den Sattel und trug ihn einfach raus. Edda stand immer noch in der Sattelkammer und ihr standen schon fast die Tränen in den Augen und ging Gab wieder hinterher. Sie fühlte sich so richtig oll und ärgerte sich auf einmal, dass sie überhaupt zu Ecki gefahren ist. Nun stand sie ganz wortlos da und schaute einfach nur zu, was Gab dort machte. Es war so peinlich alles. Mit einem Mal kam Ecki um die Ecke mit einem wunderschönen Pferd und sagte, schau mal, das ist mein Zuchthengst Harry. Das ist ein ganz toller Typ und mein bester Kumpel, und grinste Edda an. Dee versuchte sich jetzt nun ein Lächeln rauszuquälen. Als Gab fertig war, drückte er Edda das Pferd in die Hand mit den Puscheln an den Beinen und sagte leise zu ihr, sodass es Ecki nicht hören konnte. Aber reiten kannst du allein, und oder? Und zog dabei eine Grimasse und nahm das Pferd. Ecki sagte, los, dann steig mal auf ihr beiden, damit wir endlich losreiten können. Ecki ritt nun vorne weg, die beiden hinterher. Edda war immer noch sehr verletzt, was dieser Gab da gesagt hatte. Aber auf einmal schaute sie, wie Bochi sich zu ihr umdrehte und an ihrem Bein schnupperte. Und jetzt in ihren Schuh biss. War nur so leicht. Und zack, hörte er auf damit und streckte seinen Hals ganz weit nach vorne und schob und zog die Schnute zu einer Grimasse. Nun konnte Edda wieder lächeln. Und Bochi lief einfach den anderen hinterher. Es war so schön bei Ecki. Selbst der Wald war schöner als in dem, den sie zu Hause manchmal ausritten mit Katrin, ihrer Reitlehrerin. Bochi war auf einmal ganz angetan von der kleinen Edda. Er hampelte umher. Und immer, wenn Edda wieder daran denken musste, dass Gab Baby gesagt hat, zupfte er an ihrer Hose. Edda merkte das aber gar nicht in diesem Moment. Aber sie fühlte sich richtig sicher auf ihm. Bei Ecki war alles anders, sogar die Pferde, wenn nur nicht dieser Gab da wäre, dachte sie so. So einen schönen Ausritt hatte Edda noch nie gemacht. Als sie wieder zurückkam und die Pferde absatteln wollten, sagte Edda, kannst du mal bitte dem Baby helfen? Gab drehte sich völlig verdutzt um und schaute Edda an und sagte, Klar mache ich das. Als sich Edda bei Ecki verabschiedete, strahlte der sonst so grummlige Ecki sie an und fragte, na, kommst du morgen wieder? Edda schaute ganz kurz zu Gab rüber und dann zu Ecki und sagte leise, ich kann ja nicht mal einen Sattel alleine tragen, und drehte sich um und fuhr nach Hause. Abends im Bettchen war Edda immer noch ganz traurig. Sie hatte sich so gefreut, zu Ecki zu fahren. Und dann war sie mit einem Schlag so unsicher, weil Gab Baby zu ihr gesagt hat. Langsam
legte das Ponyho seinen Kopf auf Edda und sagte, »Na, Edda, war wohl nicht so schön bei Eggy, oder?« »Edda, es wird immer jemanden geben, der dich nicht mag. Aber der Boji, der scheint dich zu mögen. Und der Eggy, fahr doch morgen einfach wieder hin.« Edda lief eine kleine Träne die Wange lang runter und sie sagte leise, »Nein, da gehe ich nicht mehr hin.« Das Ponyho flüsterte leise, »Das ist aber sehr schade. Nun schlaf.«